Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, oh, wie es mir hinterher guckt, wie witzig, von Jurassic Minecraft. Ja, diesen Gaul haben wir letztes Mal gezähmt und ihr habt bestimmt schon tolle Namensvorschläge reingeschrieben in die Kommentare, allerdings ist diese Folge vorproduziert, deswegen werdet ihr erst sehen, wie das Horse, also das Pferd, heißen wird in der nächsten Folge. Ich werde jetzt aber als allererstes mal, ach, das haben wir schon aufgenommen, das Velociraptor-Ei ausbrüten. Weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie das ging. Ich glaube, wir müssen halt aufpassen, weil das ein Baby ist. Deshalb hole ich mal eben ein bisschen, ich habe Material da. Und ich crafte mir, glaube ich, mal schnell eine Tür. Weil eine Tür wäre nicht schlecht, wenn wir da eine haben. Ich weiß jetzt halt nicht, wie die aussieht. Ich hätte eigentlich gerne so eine Tür wieder oben. Aber ist egal, es muss jetzt erstmal zweckmäßig sein. Ich möchte diese Folge halt auch mal gar nicht auf den Creative Mode eigentlich wechseln. Oh, das passt schon. Hauptsache, wir können rein und raus. Und hier würde ich jetzt das Ei ausbrüten. Ich glaube, man muss einfach Fackeln drum machen, dass es warm ist. War das nicht so? Und es dann... Da soll es nicht hin. Oh nein! Oh nein. Oh, ich kann es wieder aufnehmen, Gott sei Dank. Soll ich hier zwischen die Fackeln? Ich brauche auch noch so ein Buch, ne? So ein Dinopedia-Buch. Wie ging das denn nochmal? Okay, ich habe das Ei nochmal aufgenommen. Wir müssen noch schnell uns ein Buch herstellen. Dinopedia heißt das. Kann ich hier leider nicht sehen, aber wir brauchen dafür ein Fossil. Das haben wir bestimmt noch, oder? Ne, die haben wir bestimmt alle verbraten, ist das Problem. Und wir brauchen ein Buch, ein ganz normales. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt doch erstmal farmen. Ja, ganz normale Bücher haben wir leider nicht. Fossilien sehe ich hier auch nicht, nur Reliktschrott. Ja komm, wenn ich jetzt gerade mal hier bin. Kommt her, meine Süßen. Schön ist ja da auch, dass es XP gibt. Ja, ihr kriegt auch was. Zuckerrohr sehe ich also jetzt auch gar nicht. Leder haben wir noch für ein Buch. Ich glaube, wir brauchen ein Leder, ne? Für ein Buch. Ich nehme einfach mal alles mit. So, und dann will ich nochmal eben an die Küste gehen, Zuckerrohr sammeln. Und dann müssen wir auch nochmal eben nach Fossilien Ausschau halten in der Zeit. Guck mal, Fossilien hat der doch bestimmt noch hier. Ja, das ist doch perfekt. Wir könnten sogar... Ich habe die andere Spitzhacke jetzt gar nicht dabei. Man könnte bestimmt sogar mehr Fossilien rauskriegen mit der Glücksspitzhacke. Oh, keine Fossilien, wie ärgerlich. Aber wir haben doch da hinten noch eine Hütte, dann gehe ich erstmal da hin. Da ist auch Zuckerrohr, da vorne. Erst zum Zuckerrohr, würde ich sagen. Und dann holen wir uns die Fossilien, beziehungsweise vielleicht kann der auch traden mit uns. Oder gibt ein Gem für zwei Knochen. Das ist aber günstig. Ich glaube, die hole ich mir mal eben schnell. Sieben Gems haben wir bekommen. Das war, glaube ich, richtig gut. Aber dann können wir jetzt auch einmal investieren, oder? Zwei Gems für ein Biofossil ist eigentlich nicht wert. Biofossilien sind nicht so selten. Die kriegt man eigentlich relativ häufig. Da gehen wir gleich lieber nochmal an die andere Stelle da, wo der andere Archäologie-Typ noch rumsteht. Guten Morgen. Jetzt geht's weiter. Ich schnapp mir auch diesmal das Pferd, damit wir schnell unterwegs sind. Darf ich erst die Leine abmachen? Und jetzt können wir los. Jetzt reiten wir mal eben gemeinsam zu dem Typen da. Hoffen, dass wir da ein Biofossil kriegen. Irgendwo hier vorne war doch noch einer. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Aber hier sind auch noch überall Ruinen. Also können auch hier eben drunter gehen. Hier, da haben wir es schon. Zwei Stück, easy. Okay. Das ist doch schon mal gut.
Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Zuckerrohr, wenn mich nicht alles täuscht. Dann ist soweit für die Dinopedia-Geschichte alles fertig. Also Dinopedia ist halt dieses Buch. Das werdet ihr gleich sehen. Das brauchen wir halt, um zu gucken, wie es dem Ei und sowas geht. Dann können wir unseren Velociraptor machen. Er hat den halt erstmal mit einer Leine, denke ich mal, anbinden oder irgendwie auf Warten machen oder sowas. War zumindest der Plan. Ja. Das heißt, wir haben neuen Papier. Und jetzt machen wir Bücher. Buch. Okay. Machen wir auch einfach mal drei, warum nicht? Und jetzt müssten wir mit diesem Buch und einem Fossil Dinopedia herstellen können. Perfekt. So, Ferdi. Du musst jetzt wieder an deinen Mast angebunden werden. Ich will nicht, dass du wegrennst. Du hast ja auch zu essen, zu trinken. Also gibt es hier eigentlich gar nichts zu meckern. Jetzt brüten wir den Raptor aus. Fleisch habe ich ja. Also das passt soweit. Wir den jetzt in die Mitte schieben von den Fackeln, damit dem warm ist. So, und dann müssen wir dieses Buch eigentlich nehmen können. Ja, Status warm, Schlüpffortschritt. Jetzt müssen wir einfach warten. Ich glaube, wir müssen halt in der Nähe sein, damit der direkt gezähmt ist. Aber da kenne ich mich halt auch nicht mehr so gut aus, muss ich sagen. Ich nehme auf jeden Fall schon mal das Ding in die Hand und das Ding. Und mit einem von den beiden kann ich ihn befehligen. Der kann eigentlich auch erstmal hier drin bleiben. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn er noch klein ist, ne? Problem ist halt, wir müssen den handfüttern oder so einen Fütterer noch bauen. Ich weiß halt nicht, wie man so einen Fütterer baut. Das könnte ich eigentlich mal kurz googeln in der Zeit. Ah, gleich ist es soweit. Unser Raptor-Schlüpp. Ei wackelt auch schon. Da ist er. Ist auf jeden Fall sehr süß und sehr flink. Na du kleiner Winzling. Du bist bestimmt hungrig, oder? Ja, der ist hungrig. Hier, komm mal her. Oh, was wird das? War aber richtig, oder? Ja doch, der ist jetzt voll mit Hunger, deswegen kam, glaube ich, das Geräusch. Nachtaktiv. Männchen, wir haben Männchen bekommen. Der legt sich gerade schlafen. Wo ist er denn jetzt? Da in der Lücke. Das ist ja süß, dass er sich da unten reinlegt. Gar nicht gesehen, dass da so eine Lücke ist. Aber dann lassen wir ihn die mal, wenn er da glücklich ist. Dann können wir uns jetzt, wo er schläft, eigentlich um den Feeder schnell kümmern. Der braucht übrigens auch einen Namen, ne? Da könnt ihr auch gerne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Wir brauchen jetzt einen Eimer, wir brauchen Eisen und wir brauchen Stein, so wie es aussieht. Da wir brauchen auch ganz normalen Stein, das heißt, wir müssen kurz in die Schmiede gleich. Eisen brauchen wir 2 Stück. Dann brauchen wir einen leeren Eimer. Wir brauchen auch noch Glas. Ich weiß nicht, ob wir Glas noch haben. Nee, sieht nicht so aus, aber dann nehmen wir einfach gleich Sand mit. Und dann können wir ins Glas brennen. Ich glaube, den Rest haben wir alles. Ich glaube, dann steht dem ganz nichts im Wege. Sehr schön. Ich hoffe echt, dass der nicht stirbt oder so. Das wäre echt ärgerlich. Ah, jetzt habe ich natürlich auch keine Kohle mitgenommen. So, und dann packen wir hier mal Kohle rein. Na, ich Hälfte machen. Da die andere Hälfte. Ich nehme nochmal eben hier ein bisschen was raus. Aber ich glaube, so einen Knopf können wir schon so machen, oder? Knopf. Ah, da haben wir ihn. Okay, geht mit richtigen Steinen. Das ist aber wirklich nur mit einem. Weil den brauchen wir auch. Und ich glaube, ansonsten brauchen wir noch 3 weitere davon und dann haben wir schon alles. Ein Glasblock. Und einen weiteren brauchen wir noch. Da haben wir ihn. Jetzt müssten wir eigentlich den Feeder machen können. Das Rezept hatte ich euch jetzt nicht eingeblendet, weil wir es halt jetzt gemeinsam machen.
Und die Sonne geht schon wieder unter. Es geht so schnell. Ich weiß gar nicht, beim wievielten Tag ich hier schon bin. Geht's dir gut? Ja, dem geht's noch super. Ich würde halt jetzt die Fackeln hier auch wegmachen. So, und dann würde ich dem erstmal hier eine Fackel lasse ich dem mal oder zwei. Bisschen Licht durch die Lava hat er ja auch. Und dann packe ich ihn mal den Fütterer hin. Ich glaube, die Stäbe brauchen wir halt gerade noch gar nicht. Pack den mal hier hin. Da müssten wir jetzt... Genau, jetzt können wir hier Food reinfüllen. Ich glaube, rohes Food würde auch ausreichen. Aber wir machen jetzt erstmal so. Jetzt dürfte der eigentlich automatisch essen. Ich hoffe, das klappt. Trinken braucht er, glaube ich, nicht. Nee, das sieht alles ganz gut aus. Temperament zaghaft, okay. Ist aber, glaube ich, ganz gut, dass er zaghaft ist. Dann ist er nicht so aggressiv. Ich glaube, ich mache mir ein Schwert. Das Ding nehme ich mal mit. Ich glaube, ich mache mir ein Diamantschwert, was wir verzaubern. Ich glaube, darauf habe ich Lust. Aber wir haben gerade wieder 30 Level. Und ich würde gerne mehr Schaden machen. Und dann können wir mal versuchen, irgendwann Dinos auch zu erlegen. Weil ihr meintet in den Kommentaren, dass das viel Erfahrung bringt. Und je mehr Erfahrung wir haben, desto besser natürlich. Wo ist mein Raptor? Da in der Ecke, okay. Ich mach mir echt Sorge, aber dem geht's gut. Ist alles cool. So. Ah, jetzt habe ich Lapis Lazuli vergessen. Ich habe hier gar kein Lapis Lazuli. Habe ich das echt nicht mitgenommen? Das ist alles noch drüben in der anderen Base. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal runter in die Mine. Nützt nichts. Aber ich mache jetzt erstmal hier ein paar Truhen. Ich muss halt auch zusehen, dass die Truhen hier wegkommen. Das ist nicht gut, dass die hier so weit wegstehen. Könnt ihr halt lieber immer an den Orten haben, wo wir sie auch brauchen. Macht, glaube ich, viel mehr Sinn. Also ich werde mir jetzt erstmal hier eine vorläufig hinstellen. Da können wir dann sowas reinmachen, was wir halt die Dinos brauchen. Und da oben kommt auch eine rein. Da kommt dann Lapis Lazuli und sowas hin, würde ich sagen. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal in die Mine. Oder wir haben hier gar keine Mine, wir müssen jetzt erstmal einfach runterbuddeln. Das läuft jetzt auch erstmal. Aber ich denke, ich mache das da vorne beim Berg. Wie schnell das mit der geht. Ist ja viel geiler. Ich glaube, ich baue damit allgemein einfach. Hier 7 Stück haben wir. Ich glaube, das waren 5 Eisendinger. Kann die auch wieder reparieren, oder? Weil es geht halt viel schneller. Da komme ich auf jeden Fall besser mit voran. Ihr habt mir auch einen Trick reingeschrieben, man soll irgendwie eine Fackel da drunter stellen. Ah, das klappt wirklich. Oh mein Gott, wie gut. Wenn man so Kies hat, was halt runterfällt. Ja, wie praktisch. Dann ist alles weg einfach. Ja, ihr kennt aber auch Tricks in Minecraft, das ist krass. Dass ich die Kommentare mal lese. Sehr hilfreich. Bei diesem Permafrost ist übrigens immer nur der mittlere Block interessant. Alles andere ist nicht relevant. Guck mal, das ist die Eisenspitzhacke im Vergleich. Der ist viel langsamer. Macht schon mehr Spaß mit der Effizienz Diamantspitzhacke. Auch eine gute Spitzhacke, das ist so krass. Jetzt schon 16 Eisenerz. Glück 3, Haltbarkeit 3, Effizienz 4. Ich glaube, die wird auch ewig halten. Also von daher, dann reparieren wir die einfach, falls sie kaputt ist. Ich glaube, das muss man auch einfach nur mit XP machen und mit Diamant das reparieren. Wir gehen mal auf, ich glaube 7 hatten wir letztes Mal Glück.
Direkt Eisen gefunden, sehr schön. Eisen brauchen wir auch noch ohne Ende. Komm, ich muss mir auch noch selber einen Amboss bauen. Wir müssen noch viele Zäune und so bauen. Ich weiß halt nicht, inwiefern ich mir das halt im Creative-Modus geben werde. Also Amboss und so auf gar keinen Fall. Aber bei Zäunen weiß ich halt nicht. Wenn wir die wirklich brauchen für bestimmte Dinos, dann müssen wir es uns eigentlich auch erfarmen. Aber ich glaube, die meisten Dinos kann man halt einfach auf Warten stellen oder anbinden oder so. Dann wäre das halt einfach nur so eine reine Optikgeschichte. Könnten wir es natürlich auch im Kreativmodus machen. Ich weiß gar nicht, ob man Velociraptor reiten kann. Sind halt, glaube ich, nicht so groß. Ihr habt halt nur geschrieben, dass die klettern können. Also die können Wände hochgehen. Das ist natürlich ja tödlich. Oh, ich höre hier irgendwo Lava. Ich würde gerne die Lava finden. Gefunden. Okay, die Frage ist, wie kommen wir jetzt da hoch? Ohne dass uns die auf den Kopf fällt. Ich habe halt die Hoffnung, dass wir da Lapis Lazuli finden. Eine Höhle. Das ist Gold. Gold brauchen wir nicht. Wir sind auf jeden Fall auf fiese Viecher. Ich wollte eigentlich nicht sterben. Nein, ich habe keine Fackeln mehr. Leider mein Schild auch vergessen. Geht's auch noch lang. Der wollte uns austricksen, schön von hinten kommen. Okay. Schnell hier ausleuchten. Ja, hier werden wir wohl hoffentlich was finden. Was ist das? Zerbrochener antiker Helm. Oha. Okay. Ich weiß halt nicht, wie gut die Sachen sind. Ob die sich lohnen oder ob man lieber Diamant nimmt, ich weiß es halt nicht. Weil diese antiken Sachen sind ja von den Werten nicht besser. Bin ich. Oh. Deswegen bin ich mir da sehr unsicher, ob die sich lohnen. Oder ob ich mich da freuen soll, wenn ich sowas finde. Aber ein Skarabäus brauchen wir. Ich glaube, der hat irgendwie eine 1% Drop-Chance. Buch. Ach, so viel schönes Eisenerz. Das ist ein Traum. Also Eisenprobleme haben wir auf jeden Fall nicht mehr. Ich nehme nochmal wieder ein paar Fackeln mit. Hier ging es zurück. Also da kommen wir her, wo das Gold ist. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier runter noch. Oha. Darf ich nicht reinplumpsen? Sieht auch nicht interessant aus. Ich glaube, das war's mit der Höhle. Keine wichtigen Sachen für uns. Schade, schade. Gehen wir wieder in unseren Gang. Ja, ja, Viecher, macht immer Geräusche, ist mir egal. Da ist unser Gang. Und dann geht's weiter. Also wir haben jetzt zwar nichts gefunden an Lapis Lazuli, aber ich will kurz nach unserem Raptor schauen. Hallo. Guten Morgen. Wie geht's dir, mein Kleiner? Ist auf jeden Fall schon gewachsen. Gesundheit 7 diesmal. Alter 1 Jahr. Dem scheint es aber gut zu gehen. Also ich glaube, das mit dem Fieder klappt. Der hat hier auch gefressen. Das ist alles cool. Nehme ich auf jeden Fall wieder mit hier, den Pfeil. Ja, dann können wir nochmal kurz in die Schmiede gehen, schon mal die Erze anschmeißen. Okay, sehr schön. Und dann würde ich erstmal hier diese Truhen vollfüllen mit dem ganzen Müll, den wir haben. Sortieren kann ich dann irgendwann mal anders machen. Hat keine Lust zu.
So, sehr schön. Ja, dann müssen wir eigentlich wieder runter. Uns fehlt halt Lapis Lazuli. Lapis Lazuli, perfekt. Direkt gefunden. Nicht verbrennen. Oh mein Gott, ey. Hier ist da wieder Lava. Hier ist überall Lava. Das ist schlimm. Ich würde jetzt aber gerne hier unter der Lava nochmal weitergehen. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich will hier noch Diamanten finden. Neuer Tag, neues Glück, oder wie sagt man immer? Essen finden wir auch wieder viel. Fossilien. Hier müssen wir immer abbauen, weil da gibt es halt Sachen, die super selten sind. Da müssen wir einfach dann auf unser Glück irgendwann hoffen. Immer noch Angst vor der Lava über mir, aber vielleicht immer einen Dreiergang bauen von der Höhe. Oh, noch mehr Lapis Lazuli. Haben wir schon wieder ausgesorgt. Und mit der Glücksspitzhacke kommt da so viel raus. Gar nicht wissen, wie viel wir schon haben. Ich hätte einfach direkt gerade buddeln sollen, weil das ist jetzt einfach die Treppe runter und dann geradeaus. Bin halt nach links und rechts gegangen. War genau die falsche Entscheidung. Diamant. Oh mein Gott. So, wir zählen jetzt gleich mit, würde ich sagen, wie viel uns die Glücksspitzhacke bringt. Eins. 3, 4, 5. Habe ich jetzt richtig gezählt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe mich verzählt. Wir haben auf jeden Fall 13 Diamanten rausgekriegt. Das ist ja so krass mit der Glücksspitzhacke. Jetzt kann ich auch wieder zurück. Jetzt bin ich mehr als glücklich. Ah, ist die Spitzhacke gut. Das ist ja insane. Aber dann können wir uns gleich eigentlich noch so ein bisschen Rüstung machen. Und ich könnte sogar so einen Schallplattenspieler mal machen. Das wäre auch witzig. Das machen wir gleich zum Abschluss der Folge noch, da habe ich irgendwie Lust zu. Ich muss echt sortieren, also die Kisten hier müssen weg. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss alles in unsere Gebäude an die richtigen Stellen. Hier in die Schränke muss halt Schmiedezeug. Da habe ich halt auch alles durcheinander gepackt. Ich bin immer super faul, was sowas angeht. Eisen haben wir auch ohne Ende, das ist so krass. Aber jetzt geht's erstmal verzaubern, ich freue mich. Zaubern ist immer das Beste. Dem geht's gut. Hier ist unser Diamantschwert, was wir verzaubern. Das Lapis Lazuli packe ich dann mal ein Stack schon mal hier rein. Schärfe 3 ist gut, oder? Und es kann ja sogar noch mehr ergeben. Leider nur Schärfe 3. Ah, hätte ich mir mehr erhofft, muss ich sagen. Ich bin schon wieder kurz vor Level 30. Ich könnte mal schnell hier füttern. Dann bin ich Level 30 und dann können wir noch was verzaubern. Und Level 30. Sehr schön. Kühe muss ich auch bald mal schlachten. Wir brauchen eh Fleisch für unseren Raptor. Aber ich würde jetzt erstmal nochmal mir einen Rüstungsteil machen. Ich glaube eine Hose, weil das hier haben wir schon. Schutz 4 ist schon sehr gut. Ja, wir sollten den Helm austauschen und eigentlich alles in Diamant machen. So, einmal ein Helm. Und eine Hose. Und Schuhe. Jetzt haben wir auch kaum noch Diamanten, aber ist egal. Dann sind wir auch mal ein bisschen stärker. So, schaut mal, jetzt sind wir fast voll mit Rüstung. Ich weiß gar nicht, ob man solche Sachen wieder einschmelzen kann. Ich glaube aber nicht. Aber ich würde sagen, dann verzaubern wir jetzt nochmal unsere Hose. Warum nicht? Haltbarkeit 3. Ist doch cool. Da ist doch noch was anderes drauf. Das passt schon. Oh ja, Haltbarkeit 3 und Explosionsschutz 4. Das ist okay. Das heißt, wir haben jetzt Allgemeinschutz. Wir haben dann nochmal gegen Creeper extra Schutz. Ist schon richtig gut. Ja, gefällt mir. Das Schwert ärgert mich ein bisschen. Das hätte noch besser sein können. Aber Schärfe 3 ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Ich kenne mich da halt auch gar nicht so aus mit den ganzen Werten.
Ich bin mehr als zufrieden. Das ist super. Wir haben uns wieder gut verbessert. Und jetzt gucke ich nochmal eben wegen dem Schallplattenspieler. Und mit diesen Holzbrettern müssen wir einmal hier Eis machen. Einen Diamant in die Mitte. Dann haben wir einen Plattenspieler. Ach, wisst ihr was? Der Plattenspieler kommt hier einfach hin. Erstmal. Damit unser Raptor und unser Pferd Bespaßung haben. Also. Gott, das ist ja schrecklich. Sehr gut. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht wach gemacht, mein Kleiner. Dieser. Oh mein Gott, was ist das? Hat die Musik den jetzt angelockt? Du schießt ein Zombie. Nee, ich glaube nicht. Die Musik ist auf jeden Fall doof, die ist gruselig. Ist das gleiche? Ist das gleiche oder was? Wie doof ist das denn? Ja, ist einfach genau die gleiche Schallplatte. Ich weiß es nicht. Da kann man das umschalten. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall doof. Das macht mich jetzt nicht so glücklich. Ach man. Naja, dafür haben wir einen Velociraptor, dem es gut geht. Der hat auch noch genug Futter. Ja. War doch ein ganz erfolgreicher Tag. Wir haben auch gute Verzauberungen bekommen. Und ich würde sagen, das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Hat wieder echt Spaß gemacht. Ich hoffe, es euch hat es auch Spaß gemacht. Dann lasst gerne ein Like da. Schreibt Namensvorschläge für den Raptor in die Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.